Kann ich damit jetzt vielleicht das Licht hier löschen? Ja, zur Seite drehen. Ich kann also nichts mit dem Licht hier anfangen. Schade. Und ich habe auch immer noch keine Ahnung, wie ich das Wasser hier ablassen kann. Gar nicht. Ich tue einfach so, als ob ich es könnte. Okay. Ja, die endlosen Anfragen oder die Brücke in Flammen. Die Brücke in Flammen klingt doch besser. Das erinnert mich nämlich an einen anderen Ort aus Pillars of Eternity 1. Und das Ding erinnert mich ein bisschen an eine der Apparate, die Itaos benutzt hat. So, flammende Brücken. Ein schwacher Luftzug von diesem Portal bringt vertraute Düfte mit sich. Der Geruch von Blättern in der Wildnis des Dürrwalds. In seine Tiefe blicken. Durch das schimmernde Tor erhebt sich im rosigen Morgenlicht ein Bauwerk aus dicken Steinen, umringt von Soldaten. Das Licht verwandelt sich zuerst in das helle Blau des Tages und wird dann wieder rot. Alles innerhalb nur weniger Augenblicke. Ja, eintreten. Also wir werden tatsächlich in den Dürrwald versetzt. Dürfen wir jetzt miterleben, wie weit Sven in die Luft fliegt? Weil was anderes kann ich mir als brennende Brücke nicht vorstellen. Vielleicht treffen wir auch Durins wieder. Vielleicht ist das ja hier Durins Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, was aus Durins geworden ist. Ja, die Brücke in Flammen. This place stinks of flame and flesh. Don't suppose we could leave? Nein, können wir nicht. Also, Vatnia sagt, die Sorte stinkt nach Flammen und Fleisch. Ich sitze, wir können nicht einfach gehen. Nein. Ins Licht blicken. Ja, zur Seite treten. Au, riesiger Adra. Happily. Unter dem Helm zeigt dieser Soldat ein in Eis gefrorenes Grinsen. Wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass sie Weitwellen gleich in die Luft jagen. Hinter der Dürrwaldverteidigung ließen Rezeraner ihr Leben, um den Weg für Weitwens Überquerung freizumachen. Oh, eine Falle. Also ja, wir sind wirklich auf der schicksalhaften Brücke. Diesem Soldat fehlt das halbe Gesicht. No, it can't be, can it? Evandur Bridge. Ist das? Nein, das kann nicht sein, oder doch? Die Brücke von Evandur. Der Ort des Untergangs des heiligen Weitenwen. Niedergerungen von einem Dutzend Kämpfer und magranitischen Priestern, die Götterhammerbombe gezündet haben. An der Brücke von Yvonne de Vier fand Neotas einfach in den Dürrwald sein triumphales Ende. This is where the Saints' War ended. Godhammer went off, blasted this place to pieces, and everyone in it. Hier hat der Krieg der Heiligen geendet. Der Götterhammer ging hoch und sprengte diesen Ort in Stücke und auch alle, die hier waren. Say, how reliable are these memories anyway? Is this how it actually looked, or just what someone remembers of it? Sag mal, wie zuverlässig sind die Erinnerungen überhaupt? Sah es wirklich so aus oder ist das nur die Erinnerung von jemandem? Zuverlässig oder nicht, es ist auf alle Fälle sehr detailliert. Well, let's just hope the Godhammer doesn't explode in this particular memory while we're standing in it. Hoffen wir, dass der Götterhammer nicht gerade in dieser Erinnerung explodiert, während wir uns in ihr befinden. Ja. Die Brücke in Flammen. Oh, ich habe ja was abgeschlossen. Ja. Ich überzeugte König Vingaro Uvaturi sich in... Oh, hier hätte ich... Was? Ich brauche dafür... Ernsthaft?
Ich überzeugte König Vingaro Vaturi, sich mit seinem Versagen abzufinden. Durch neu gefundenen Mut gestärkt, stimmte er zu mir beim Kampf gegen den Drachen Nisirias zu helfen. Okay, Brücke in Flammen. Was können wir laden? Das könnten wir laden. Oder einfach das schnell speichern. Ganz ehrlich, ich will da nicht zu viel verpassen. Auch wenn ich jetzt mir den Umstand machen muss, meine Leute zu holen. Aber bei der Gelegenheit kann ich auch einfach dort rasten. Wo ich sowieso gut rasten kann. Weil ich kann leider hier nicht meine Gruppe editieren. Ich wünschte, ich könnte es. Ich kann nur meinen Spielstand exportieren. Na. Da gucken wir noch schnell hier. Das Portal flüstert. Zunächst liegt es wie Regen. Klingt es wie Regen, doch dann wird es zu einem murmelleiser Stimme in einem großen Raum. In seine Tiefe blicken. Hinter der Oberfläche siehst du große Adrasäulen, eingehüllt in die Steinbögen und kupfernen Maschinen des alten Engwiff. Okay, die endlosen Anfragen. In das Portal eintreten. Dann stellen wir uns jetzt die Gruppe so zusammen, wie wir sie brauchen für die beiden Missionen. Also Edea und Xoti für die brennende Brücke. Und wen auch immer wir brauchen für diesen Ort. Adra, Arches, Inlaid Copper. Ruins of Angwith, I suspect. Ja, die endlosen Befragungen. Die beiden und Alof. Who's that? Was fragt sie? Adra-Bögen, eingelegter Kupfer, die Ruinen Engwitz nehme ich an. Moment, wer ist das? Gut, dann geht er raus auf jeden Fall und Palegina geht raus. Dafür kommen Xoti und Alof mit rein. Denke ich mal, dass es so am vernünftigsten ist. Auch wenn für diese Mission die drei Leute gemeint sind. Ah, wie kommt man auf solche Ideen? Ah ja, das Blöde ist, ich kann nicht einfach hier meine Gruppenmitglieder austauschen. Greetings again. Was there something else? Nein. Ich kann hier nur rasten, warten, machen. Ein bisschen schade, aber naja. Da müssen wir halt auf seine Kommentare, auf Vatnias Kommentare verzichten, aber wir haben dann Xoti dabei. Als Priesterin. Als du wieder deine körperliche Form annimmst, fühlst du einen starken Essenzpuls von Auge von Rümmerkrant. Das blaue Juwel schien am Widmar zu zerren und seine Essenz aus diesem Kropf von Entropie zu ziehen.
Die Energie wirbelt dich herum, verdichtet sich und verfestigt sich dann zu der Ausrüstung, die du im Jenseits gefunden hast. Obwohl sie aus eiskalter Gestalt gewonnener entropischer Essenz besteht, wirkt diese Ausrüstung ebenso solide wie alle anderen Waffen und Rüstung. Wenigstens so lange, wie das Auge von Römergrand in der Nähe ist. Sie ist einfach so erschienen. Unglaublich. Das Relikt hat sie beschworen und bewahrt ihre Gestalt. Faszinierend. Ich frage mich, ob die anderen Götter ähnliche Relikte gesegnet haben. Ja, jetzt wieder aus dem Widmarf raus. Hier rein, hier raus. Zurück zum... zur Enklave. Leute austauschen, rasten. Ja, für Xoti wäre die Erinnerung von Whitefen sicherlich auch interessant. Oh, ich habe hier sogar den Vereisten übersehen. Ja, irgendwie ist das doof, dass ich das so spät gemerkt habe, dass man hier unterschiedliche Charaktere mitnehmen sollte. Tekeo wäre sicherlich auch nützlich gewesen bei dem alten König. Hätte sicherlich auch was Interessantes zu sagen gehabt, aber ich hab's verpeilt. Dann vielleicht beim zweiten Durchspielen. Ja, beschädigte Frostkonstrukte, die wir nicht angreifen sollten. Können wir überhaupt angreifen? Yes? Ah, KI ist so. Ich kann nur die KI einstellen. Seil hochklettern, ja. So, hier das Seil runterklettern. Also Xoti und Alof mitnehmen. Ja, absteigen. You cannot fast travel by enemies nearby. Ja. Schön wäre das, oder? Oh, ich habe hier so nicht mal alles eingesammelt. Fällt mir gerade so auf. Also die hier oben am Feuer hatte ich glatt übersehen. Hello again. What I have is your. Erstmal die Charaktergruppe. So, Xoti, Alof. Annehmen. Bitte. Like a moth to a flame. Alof hat recht viele Schilde gerade bei. Idea hat gerade recht viele Schilde bei sich.
Entschlossenheit Frost. Also rasten. So.